rufen Sie den Beobachter, indem Sie wegdrücken und halten. Der Rat hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Also fang damit an. Ey, ich mag dich nicht. Du bist kein Netter. Aha. Entschuldigung, falls ihr das jetzt gehört haben solltet. Ja, wir haben herausgefunden, oder besser, wir waren lange weg anscheinend, denn wo wir eben noch da waren, da hat hier noch geherrscht und ganz plötzlich ist hier gar nichts mehr. Ist schon alles ein bisschen komisch, wenn ihr mich fragt. Ja, ich komme als wieder aus dem Konzept, das könnt ihr mir auch verzeihen, denn irgendwie sausen mir gerade zigtausend Dinge durch meinen Kopf. Ich kann aber nicht genau sagen, was das genau alles ist. Und daher ist es alles ein bisschen, drücken Sie A, wenn Sie sich bereits in der Luft befinden, um einen Doppelsprung auszuführen. Okay, also wo war das jetzt nicht? Ja. Ich bin irgendwie gerade wo ganz anders, um ehrlich zu sein. Ich bin schon dabei, wie ich die Let's Play nenne, oder besser benennen soll. Oh, da ist ein Gegner. Oder Menschen, oder Zombies, oder keine Ahnung. Ich bin gerade schon dabei, wie ich das Let's Play nennen soll, und was für ein Titelbild ich nehmen soll, und. Darum verzeiht mir das, YouTube 180p. Also ich werde an dem meisten Vorsprung kann Krieg sich festhalten und entlanghangeln. Da. So. Ja. Ich hoffe, ich kann dieses Let's Play wirklich mal vollenden. Die meisten Projekte von mir sind alle bis jetzt gescheitert. Resident Evil Revelations vor einem Jahr gescheitert. Killzone gescheitert. Destiny Beta gescheitert. Alles ziemlich schwach, wenn ihr mich fragt. Ja, doch Zombies. Aber hübsch. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Und heck, ja, ich glaube, das werden wir nochmal tun. Ja, bei den Zombies ist das Glück. Die können wir einfach so packen und töten. Die können wir mit der B-Taste, also dem Abschlussfinish, einfach mal hier, entweder so, oder wenn sie sich direkt angucken, den Schädel zerplatzen. Wir haben ja auch noch... Oh, ah, wir haben keine Konter. Schade, sonst hätte ich mal unseren Feuergeld geben müssen. Und hätte ihn damit gezwungen. Ja, ich hab schon wieder einen Faden verloren. Nimmt mir das nicht übel, das passiert mir ab und zu, oder besser eher oft. Genau, die Tonspur, ich nehme jetzt live auf. Ich werde das direkt auch so bei YouTube hochladen. Darum kann es sein, dass die Tonqualität nicht unbedingt die beste ist. Aber damit muss man klarkommen. Also ich komme damit klar und ich hoffe, ihr kommt auch damit klar. Und ich hoffe, das macht auch keine Umstände. Ja, Destiny. Nochmal zu dem Thema Destiny zurückkommen. Ich werde auch noch für PS4, werde ich auch noch ein Projekt machen. Okay. Okay. Wie gerade gesagt, ich werde... Ich werde für PS4 auch noch das Projekt Destiny starten. Ich hoffe, da will es nicht. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Ich hoffe, da kann ich einen anderen Let's Player. Leuchtender Handschuh. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten oder Türen. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren.
wollte jetzt eigentlich gerade mal erzählen wegen meinem YouTube-Plan oder meinem Let's Player-Plan. Und wie gesagt, ich wollte versuchen mit anderen Let's Playern mal was zu starten. Womöglich wird das aber nichts. Ich werde aber versuchen. Was war das? Ach, warten wir da auf. Womöglich wird das im Moment nichts. Drücken Sie RB und bla bla, um sich Überquerungsmodi schneller zu bewegen. Wie gesagt, womöglich wird das leider nichts. Wie gesagt, wir spielen ja erstmal jetzt das hier. Ich werde das erstmal vollständig Let's Playen. Wenn es denn klappt und ich das nicht wieder abbrechen muss. Was willst du denn? Na, ich bin. Na, jetzt du aber auch. Ja, jetzt haben wir. Oh, ist aber nicht gut. Ich werde auf jeden Fall das Livestream offen halten. Also ich werde ab jetzt immer, wenn ich meine Oldschool-PC-Spiele auspacke, immer Livestream und auch wieder hochladen. Denn ich finde das so ziemlich cool, dass ich beides machen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das komplett aufgenommen hat. Ich muss das gleich selber testen. Ich hoffe, dass die Aufnahme gut geworden ist. Ich nehme jetzt 60 Frames auf. 60 Frames nehme ich auf und in 720p. Ich hoffe, das sieht alles gut aus, so wie das läuft. Okay, ganz viel Energie. Nehmen wir gerne mit. Zum Spiel habe ich im Moment noch gar nichts wirklich gesagt, weil wir haben noch nicht wirklich viel gesehen. Wir sind in dem Krieg, wir sind, sieht ja lustig aus. Ja, ist gut. Wir sind im Krieg, wir haben die Apokalypse mitbekommen, wie das alles überhaupt passiert ist und, ja, aber was danach passiert ist, warum wir unsere Kraft verloren haben und warum Objekte verschieben. Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung können sich vom Krieg verschieben. Können vom Krieg verschoben werden. Drücken und halten Sie B, um Objekte zu verschieben. Oh, er wollte keinen Strom zahlen. Ja, wie gesagt, warum das passiert ist, warum wir unsere Kräfte verloren haben, warum wir der einzigste Reiter sind, wo sind unsere Brüder, warum wurden anscheinend nicht alle Siege gebrochen, aber wenn die doch nicht gebrochen worden sind, warum sind wir dann schon da, ja, gibt auf jeden Fall eine Menge Fragen, die geklärt werden müssen. Ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Ja, das habe ich auch so langsam raus. Man kann auch A drücken, das werde ich jetzt auch tun. Weil LB finde ich da ein bisschen blöd, die Taste. Ja, das ist immer noch ein Tutorial, habe ich das Gefühl. Das ist halt ein Tutorial für die Sprungpassagen und so weiter und so fort. Ja, stört mich aber auch gar nicht, weil es gehört zur Story. Die Story ist schon ganz cool. Ja, wie gesagt, ich fange alles wieder vom selben Thema an und das nervt mich selber so langsam. Hoffe, wir bleiben bei dem Thema. Schaut auf jeden Fall mal bei mir im YouTube-Channel vorbei. Da habe ich ja nach Killzone bis zum 4. Kapitel, wenn mich nicht alles irrt. Und ja, hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, ich kann das bald weitermachen. Leider muss ich die Aufnahme beenden. Weil, ja, Killzone muss nicht gehen natürlich. Weil jetzt keine Lust mehr habe, von Killzone zu reden und etc. Doch weil da meine CD leider zerstört wurde von meinem Sohn. Er ist kein Zerstörer, aber er hat das langsam raus, wie man CD raus macht aus der PS4. Was ist das denn für ein dicker Brocken? Ja, hier hast du erstmal einen Stuhl, Tisch,
Was haben wir hier denn noch? Haben wir noch was? Ach, noch ein Stuhl. Da ist noch ein Stuhl. Noch ein Tisch. Wir zerstören ihn jetzt mit Stühlen und Tisch. Ja, die tun halt für unsere Fähigkeit. Leider haben wir keine Zornkraft im Stühle und Tische. So habe ich gerade mal so beschlossen. Nein, ich will nicht knuddeln. Geh weg. Knuddel mit dem Stuhl. Es wäre ja cool, wenn er jetzt umfallen würde wegen einem Stuhl. Oh, das muss man aber angucken. Sehr, sehr schick. Aber wie gesagt, nur Stühle und Tisch. Ich hab's gesagt, ich hab's getan. Ja, der sah böse aus. Zum Glück hatten wir genug Tische und Stühle. Gerade Stühle, Erzfeind von jedem großen Gegner. Wie man auch eben gesehen hat, die Autos, die haben dem auch schon den Rest gegeben. Ja, Darksiders ist in meinen Augen schon ein cooles Spiel. Wie gesagt, Zelda Flair, ich mag halt nur diesen Wächter nicht oder wie er auch immer heißt, da sieht man ihn noch mal. Der Rat hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Also fang damit an. Geh mir nicht auf den Sack. Du ekliges Ding. Wie viel Energie haben wir denn noch? Die ist noch voll. Da haben wir noch keine Energie. Box. Die Kreuzung. Okay. Cooler Turm. Mit schwebenden Steinen. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Okay. Um zu dem sammeln sie 500 Seelen für Wulgrim. Okay, 380 haben wir. Ist eigentlich nicht mehr ganz so viel. Was ist das denn da oben? Vorratssuche. Ein Gegenstand, der Dämonen, der die Lage aller Drohnen im Umfeld auf der Karte zu enthüllen. Ja, das zu. Drücken Sie bloß, um Chroniken auf Bereich und Weltkarte zugreifen zu können. Okay. Ah. Hä? Wie?